So, ihr lieben Leute, ich habe mir ein Fahrstück für dieses schöne Karussell geholt. Ja, nicht nur Kinder sind drauf, sondern auch Erwachsene. Es ist ein Karussell so aus den typischen 1900er Jahren, was man auf Jahrmärkten fand. Also ich habe wenig Details genau, was aus dieser Zeit war, viel. Aber in den alten historischen Filmen hat man solche Karussells öfters gesehen. Und ich denke mal, ich mache ab hier einen Schnitt. Ich denke, ich werde oben hingehen. Es gibt aber auch Leute, glaube ich, da runter. Mehr Leute rauf und als Leute runter. Alle fahrsüchtig. Alle wollen so rauf. Ja, das ist Karussell. Eigentlich wollte ich bei meiner Frau sitzen, aber... Ja, wir wollen ja nicht das Ehepaar trennen. Ah, da habe ich jemand seinen Platz weggenommen, neben seiner Ehefrau. Naja, wir sind ja nett. Und gut. Jetzt haben wir uns richtig hingesetzt, haben ein gutes Videomotiv. Sehr gut, okay, ja? Die letzte Runde, ja. Besser zwei Tickets oder drei. Okay. Okay? Ja, thank you. Holen Sie am besten so vier Tickets, wenn Sie vergünstigt anbieten. Ja, ja. Die zahlen für nur ein Ticket. Ich würde mich auch drauf gerne sitzen, aber dann würde das Pferd ganz schnell nach unten gehen. Oder wie bei Mary Poppins von Disney. Ja, genau. Haut das mit dem Pferd ab hier, ne? Ja, genau, stimmt. Das wäre ja auch schön. Das ist auch schön. Ich wollte einfach mal so auf den alten Ding hier mal fahren. Ich meine, das letzte Mal war 2001 in Disneyland. Ach, wirklich? Ja. Ja, klar. Es ist so ein bisschen... Die Großeltern oder die Urgroßeltern, ja, noch, die auf den Marktplätzen sowas kannten. Ja. Will man die Vorstellung zu haben, wie die früher waren. Ja. Aber es ist ein schönes Karussell.
So, das war die kleine Runde mit dem historischen Karussell. So, das war's. Also, das ist das Frankfurter Pferdekarussell. Ja, man kann auch mal als Erwachsener auf so ein Karussell gehen. Nebenbei waren es auch ältere Menschen gewesen. Ich habe doch einen Senior da gesehen, natürlich ohne Enkel. Ja, ich denke mal, das wird ihn an seine Kindheit erinnern, so ein schönes Karussell. Und wenn wir zufällig noch Mary Poppins begegnen, dann hauen wir mit den Pferden ab. So, das war die Attraktion Frankfurter Pferdekarussell am Römerplatz.